Hey Leute, willkommen zurück bei Kerbal Space Program. Noch mit dem Raumschiff von Deadman Miller. Ja, und da hinten fliegt dieses andere Raumschiff, oder Kerbal's Hope, mit 2,4 Kilometer Entfernung. Wir sind momentan, ja, ein bisschen schneller, nämlich 10 Meter pro Sekunde ungefähr, als Kerbal's Hope. Deswegen wird es auch langsam näher kommen. Ich werde auch mal die Zeit ein bisschen ranspulen, so dass wir das nicht so komplett lange ertragen müssen, bis es endlich da ist. Also SAS kann ich ja nicht auch machen. So, ich würde mal warten, bis, ja, sagen wir, bis 1 Kilometer. Und dann würde ich das nochmal korrigieren wollen. Oder 1, so. Okay, dann werden wir es mal korrigieren. Denn wir müssen zwar langsamer werden, wir müssen aber auch in deren Richtung am Fliegen später noch. Deswegen müssen wir korrigieren. So. Komm schon. Können jetzt erstmal aktivieren. Was mich mal interessieren würde. Ich habe hier einen RCS-Tank gebaut. Ja, das hat doch ein bisschen Fuel schon verbraucht. Das hat auch, das haben sich gerecht aufgeteilt. Okay. Ich habe eigentlich gehofft, dass es nicht so ist, aber na gut. So, wir warten weiter noch ein bisschen ab, bis das näher rankommt noch. Ja, ein bisschen unter 1000. Jetzt scheint es auch langsam, deswegen werde ich mal. Wow. Jetzt verlieren wir unseren kleinen Trabantenraum. Das machen wir mal schnell, drehen wir mal. Okay. Und stopp. Ich muss aber das RCS aktivieren. Jetzt können wir es mal ausschalten oder nehmen wir an. Ach ja, das ist super. Ja, das ist extrem super. Okay. Okay, wir waren wieder viel zu weit, aber ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, wir decouplen. Auch wenn ihr jetzt nichts groß seht. So, jetzt gehen wir mal in Richtung des gewünschten Ziels. Und zwar dahin. Wow. Lässt sich mich wesentlich besser steuern ohne RCS. Okay. Ein Rendezvous haben wir damit geschafft. SS an. Oh, sag bloß, das SS funktioniert ja nicht richtig. Scheint so. Super. Ah, ist egal. So, wenn wir mal kurz das machen. Achso, ich muss vielleicht aktivieren. Schon gewundert. So, jetzt fliegen wir mal hier hin. Jetzt sehen wir schon, dass wir Richtung Target schweben. So, und damit wir nicht zu viel von dem Tank verbrauchen. 4,8 Meter pro Sekunde ist schon relativ schnell. Machen wir so. Und dann werden wir erstmal wieder. Ach ja, stimmt ja. Zum Staging gehen. Damit wir genau auf den gegengesetzten Punkt kommen. Damit wir wieder abbremsen können. Obwohl, eigentlich brauchen wir gar nicht so. Wir können ja den Spaß machen uns einfach. Wir gehen zu dem Punkt. Wir werden einfach rückwärts bremsen. So was Schönes kann man hier machen. Es geht ja in beide Richtungen. Erstmal gleich aktivieren hier. Auch wenn es ein bisschen sehr schwammig ist, dieses Gerät. So. Irgendwie kann man auch mit den Tasten hier. Genau.
auch er zuerst bestimmen? Wow, ja klar. Deswegen habe ich das nicht gerne an dabei. SS würden wir vielleicht rausmachen, damit ich vorsichtig das kontrollieren kann. Hatten wir bis 500 Meter. Okay. Uah. Schwankt wie ein Spiegelei hier. Okay. Ja klar. Uah. Super. Es wird immer noch weniger. Okay, ich muss hier runtergehen. Auf Docking. Und natürlich das RCS aktivieren. Jetzt wieder hier auf Staging. Deaktivieren. Es ist natürlich ziemlich ineffizient. Bei dem Teil hier. Docking. Das. Ah, es hat schon ziemlich gut jetzt in die Richtung gegangen. So. Ja, das SAS ist echt ein bisschen lapidari. Und doch nochmal zum Staging hier nach links. So. Und zack. Ich weiß, wir sind. Oh Gott. Wir sind gerade jetzt noch. Staging, danke. Talking, danke. Ja, er hat mir noch ein Video dazu gemacht. Hat er gesagt, ich kam noch nicht dazu, das Video anzuschauen. So, und so, das ist genau richtig. So 0,1 Meter pro Sekunde. Jetzt gehen wir mal hier hin. Machen das aus. 0,2 Meter pro Sekunde. Ja, wir entfernen uns langsam wieder vom Schiff, aber das ist kein Problem. Denn wir werden jetzt unser Ziel auffixieren. Er hat gesagt, er hat ein Video dazu gemacht, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt, das zu anzuschauen. Sorry, Deadman. So. Und wenn wir das alles aktivieren, wenn es überhaupt funktionieren würde. Okay. Und dann gibt Gummi, wenn wir RCS wenigstens aktivieren würden. So, 4 Meter pro Sekunde. Gucken wir mal, Tank. Ach, haben wir noch. Elektrizität haben wir natürlich auch noch eine ganze Menge. Abbremsen können wir natürlich ganz gekonnt. Wenn wir Zurücktaste benutzen. So, jetzt bin ich erstmal gespannt. So, damit wir es auch mal schön sehen. Hier, da ist das Modul. Da ist die Sonne. Sonne, genau. Da ist der Moon. Und hier sind noch ein paar Einzelteile. Müssen wir da später noch löschen, sonst ist es merkwürdig. So, 540 Meter. Sie kommt langsam, aber ständig auf uns zu. Ich kann meinetwegen noch ein bisschen Geschwindigkeit reinhauen. Da muss ich mich noch vorher kurz korrigieren. Okay. So, sagen Staging, wir gehen nochmal nach oben hier. Ich würde sagen, bei 100 Meter, wenn wir nochmal korrigieren, heißt hier nochmal abbremsen. Nochmal zum Ziel navigieren. Hier ist schon was 16,6 Kilometer entfernt. Das kann sein, aber dass es gleich umschwankt und wir die Entfernung wieder zunimmt. So wie ich denke, befürchte. Ich werde mal kurz auf Staging gehen.
So, und abbremsen. Also, zick, abbremsen. So, okay. So. Wir gehen auf Staging wieder. Das aus. Das können wir ja kriegen, weil ja kein Sprit hier. Würde ich mal fast sagen. Ja, so, wie viel Meter pro Sekunde? Wie werden wir das machen? Okay. Das ist interessant, die Position gerade. Okay. Mal korrigieren. So. Das und RCS und los geht's. Kommt 2,5 Meter pro Sekunde. Okay, machen wir 3. Dann müssen wir wieder abbremsen kurz vorher. Also so ist es nun mal. Rendezvous und das Stocking. Das bezieht sich halt jetzt auf Stocking. Das Rendezvous ist halt, dass wir ja ungefähr die gleiche parallel fliegen. Das haben wir ja im letzten Part geschafft. Und das heißt eben das Andocken, was ein bisschen komplizierter sein kann. Aber sein kann. Das kann auch ganz positiv laufen. Und dann hoffen wir mal, er hat hier auch Stages kalibriert. Also die, das hat er nämlich gemeint, dass ich einfach deswegen das Video anschauen soll. Mit 1, 2 und sowas alles kann man Stages definieren. Und jetzt muss ich mal gucken. So. Ein Meter pro Sekunde ist okay. Sollte auch nicht vorbeifliegen, davon abgesehen. Okay, wir nähern uns ganz langsam. Ich mach es mal wieder aus. Wir gehen auf Staging. Ach, das soll doch weg hier sein. Mein Gott. Okay. Hallo. Ja, klar. Aber warum nicht? Da fliegen wir einfach mal gekonnt rüber. So. Gehen wir zum Staging. Machen das mal. Und gehen mal kontrolliert auf so einen Punkt. Auf den hier zum Beispiel. So, da haben wir einen. Zack. Docking. Und jetzt nach hinten. Achso. Hallo. Also jetzt gehe ich immer schneller. Wollte ich ja gar nicht. Aus, hoch. Ja. Ohne SS ist auch Typ toll. So. Muss ich mal kurz. So. Also ich habe die ganze Zeit SS aktiv. Okay. Damit haben wir schon mal relativ gut eine Entfernung dazu. Okay. Wir verschwinden langsam wieder. So, jetzt kommen wir nah dran. So nochmal. Ja, jetzt ist die Frage. Was passiert, wenn ich jetzt... Nein. Okay, drehen wir uns mal ein bisschen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So.
Okay. Ach so. Ich muss mich noch weiter drehen. Noch weiter drehen. Genau so. Das ist super toll, dass das so unkoordiniert ist. Das freut mich. Jetzt will ich mich, dass es hochgeht. Dafür muss ich mich erstmal drehen. Ups. Ja. Ich weiß. So. Okay. So. Jetzt müssen wir die Seitwärtsrichtung noch mal ein bisschen wegbekommen. Wenn wir dauernd die ganze Zeit seitwärts trudeln. So. Wow. Noch ein bisschen. So ein bisschen nach hinten wäre auch toll. Ja, oder einfach ganz weg. So, Staging. Das Ding aus. Einfach mal in die gekonnte Richtung. Hab ich die hier. So, Docking. Jetzt erst aktiv. So. Okay. Ich habe nämlich gar nicht geguckt, wie viel RCS-Boost der hat. Hier vorne die zwei oder was? Natürlich wesentlich zu wenig. Vorne natürlich vier, damit man das ordentlich kontrollieren kann. Gut, wir gehen erstmal hier auf Staging. Nein, das war blöd. So. Jetzt mal hier hin. Was baust du bloß für Teile? So. Und jetzt, vor allem, man sieht hier, dass die... Das sollte nämlich eigentlich gar nicht sein, dass die linke Maustaste selber Ergebnis führt, wie, so. Also linke Maustaste, dass die A-Taste dasselbe macht wie die Shift-Taste. Das kann man einfach dadurch machen, dass eben vier Teile statt zwei sind. So. Doch, SAS irgendwie an. Ein bisschen hilft zumindest. Okay. Und dann mal los. Hallo? So, ich will natürlich dahin fliegen wieder. Nervt ein klitzekleines bisschen. So, ich würde mal versuchen, das zu wechseln. Einfach mal den Schwung, den ich habe. Dass ich auch gar in die richtige, ja, in die richtige Richtung komme. Nicht, dass ich mich da verwirre. So.
Auf geht's zu Corvette's Hope. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht uns schon mal ein bisschen so hinstellen, dass wir uns perfekt andocken könnten. Ah, ich muss auch die Geschwindigkeit losbekommen dann noch. So, ich hoffe, Docking-Modul, ja, es ist auf jeder Seite. Nicht, dass es nur auf einer Seite ist. Okay. Kommt immer noch näher ran. Ich weiß, es ist jetzt gerade nicht der für euch spannendste Part, allerdings ist, wie gesagt, nicht so einfach. Und wir wollen ja, dass es ordentlich hinbekommen. So, kleines bisschen nach unten, dass ich gar in der Mitte von dem Tempo bin. Vielleicht mache ich auch einen klitzekleinen Rammversuch und hoffe nicht, dass irgendwas dagegen knallt. Noch kommen wir näher. So, ich würde sagen, jetzt machen wir's. Okay. Fliegen doch noch ein bisschen nah ran. Das mal wegmachen. Nicht, dass wieder was vergeige. Doch, wir müssen nach oben. Fragt mich nicht, was ich gerade versuche. So. Vielleicht sollten wir einfach mal hier Richtung kehren. Einfach mal kurz starten. So. Kurz das, kurz das, kurz das. Das, das und jetzt versuchen wir unser Docking. Spaß. Vielleicht mache ich erst noch aus. Okay. Okay, okay, okay. Okay, jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, da wird kein Modul beschädigt werden. Okay. Stopp, 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 stopp. Ah, mein Gott. Gar nicht so einfach zu kontrollieren. Glaubt es mir wahrscheinlich nicht.
Ach man. Weiß vor allem nicht, in welche Richtung ich gucken soll. Okay. Das bewegt mich noch. Mir ist es schnell. Komm, ach man, los. Hier, hier. Ich muss mich ein bisschen nach der Kugel unten orientieren. Das ist vielleicht mit am besten. Oh Gott. Hallo. SS. Gut, ich würde mal sagen, gehen wir jetzt in Staging das aus. Okay, an. Kleines bisschen in die Richtung. Hilfe. Okay. Das könnte was werden trotzdem, auch wenn es merkwürdig aussieht. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ah. Okay. Das war Einsatz mit X, das war wohl nix. So. Ich auch mit, ich kann mich nicht auf das RCS verlassen, weil das einfach schlecht ramortiert ist. Tut mir leid, aber es stimmt so. So. Weil ich nicht alle vier Seiten kontrollieren kann. Hoch, runter. Ihr habt ja gesehen, wie ich das Docky gemacht habe. Oh, Leute. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde nochmal das Raumschiff ein bisschen überarbeiten. Bis dann. Ciao, ciao.